Hallo und herzlich willkommen zurück bei Starbound. Und ja, ich sammle Platinum für die Lockers, diese Wandlockers. Ich brauche immer mal ein paar Kisten. Und zwar brauche ich mindestens eine für alle möglichen Steine, die man, also so, ich sag mal jetzt keine Rohsteine, hier so diese ganzen Wandsteine und sowas. Titanium Panel, Steel Block und diese ganzen Geschichten. Also alles, was jetzt nicht Cobblestone und sowas ist, ne? Das, was man hier normal abbaut, sondern was irgendwie irgendwo erschaffen wurde von irgendwelchen und so. Ja, und ich brauche 40 Stück, weil ich müsste mindestens zwei Container haben. 40 Platinum. Oh, das ging gut. Hier war gut was dabei. Vielleicht werden wir die Folge ja sogar schneller los, fertig mit dem Platinum, als ich gedacht habe. Ich dachte, wir müssten jetzt die ganze Folge hier Platinum sammeln, aber es anscheinend geht es relativ schnell hier. 36, ja, jetzt bin ich schon gleich fertig. Oh, dann sammle ich aber 60. Komm, mach ich gleich drei Kisten. Drauf geschissen. Ja, komm, drei Kisten. Jetzt haben wir jetzt nochmal 20. Ups. Wahrscheinlich brauche ich jetzt für die 20, brauche ich jetzt wahrscheinlich die ganze Folge. Aber egal, ich habe jetzt sammle ich. Jetzt bin ich dabei, jetzt habe ich Blut geleckt. Nee, Platinum. Platinum geleckt. Ist das gesund? Oder gesundheitsschädlich? Ich weiß gar nicht. Platin, kann man Platin einfach so lecken oder kriegt man dann... Ist das Schwermetall? Weiß ich nicht. Platin ist doch kein Schwermetall, oder? Bin ich jetzt ein bisschen überfragt. Ist jetzt keine IT-Frage, also kann ich die nicht so gut beantworten. Obwohl eigentlich ist ja jede Frage, die man stellt, eine IT-Frage, weil man kann sie mit Google beantworten. Wenn man es mal so abstrahiert, natürlich. 43, 44, ach komm, das geht doch. 16 Stück noch. Und wir haben gerade mal 2 Minuten dran. Da sind auch noch welche. Ein ganzes Nest hier. Hammer. Ich dachte echt, es wäre schwieriger, Platin zu finden. Ich sollte in dieser Höhe bleiben. Scheint sehr effektiv zu sein. Und auch mal den Vordergrund wegnehmen. Man merkt, so viele Sachen sind auch im Hintergrund. Im Background versteckt. Hier vorne ist wieder eins. Man sieht das auch kaum. Das fällt eigentlich fast gar nicht auf. Aber es war nur Silber. Ah, immer Licht machen. Oh, da unten ist auch jede Menge Zeugs, aber ich sehe jetzt auf Anhieb kein Platin, obwohl da vorne, weiß ich nicht, ist das Silber, ist das Platin? Was ist das? Das ist auf jeden Fall Silber. Achtundvierzig, nur noch 12 Stück. Warum habe ich eigentlich da oben das Gold nicht mitgenommen? Habe ich schon wieder. Habe schon wieder keinen Platz. Ich sehe das schon. Was schmeiße ich denn raus? Ach komm, hier so eine Rose kriege ich eh nichts für. Schilder kriege ich auch nichts. Die muss ich jetzt nicht bis zum nächsten Händler mittragen. Was soll der Quatsch? Den Rum Barrel, den behalte ich mal so als Backpack. Oh, vielleicht nehme ich den mal. Wenn ich mir mal ein anderes Outfit zulege, dann will ich nicht unbedingt immer mit dem Strahlemann hier rumrennen.
Erze ohne Ende. Gold, Alter. Ganze Goldader hier. Blöder Wecker. So, was haben wir da oben? Das sieht aus wie Silber, oder? Habe ich mir gedacht. Kann ich mich eigentlich, Tatsache, einfach mal durchbeamen? Mal wieder Platin. Sehr gut. Oh, wir haben es fast. Wir haben fast die 60. Da oben ist noch was dabei, oder? Komm jetzt wieder in die Platinschicht. Oh, da war's. Nehmen wir jetzt den Rest auch noch hier mit. Aber wieder einer im Background. Haben wir auch noch welche? Kotzbrocken, sowas. Tja, ja, voll übers Ziel hinausgeschossen. Hört aber auch nicht auf mit den Ressourcen hier. Leck mich. Mistviech. Aber wieder eine ganze Höhle aufgestoßen. Komm, die 80 schaffe ich auch noch. Ich kann es doch nicht sein lassen, oder? Ich meine, wenn das alles hier so, das ist ja hier. Oh. Alles voll. Scheiße, Mann. Alles, nicht alles voll Scheiße. Alles voll mit guter Scheiße, guter Shit, Mann. Komm, bevor du mich hier anrotzt. Sehr geil. Oh Leute, ich kann nicht die Sachen hier liegen lassen, das geht nicht. Das ist ja hier gerade, also wirklich. Das ist ja, als wenn man auf der Straße 100-Euro-Scheine sieht und lässt die einfach liegen. Oder nimmt nur drei mit und lässt die anderen 80 liegen, weil man denkt, okay, drei habe ich ja jetzt, das reicht. Nein, das reicht nicht. Das reicht nicht. Ihr werdet immer mehr brauchen. Immer mehr. Platin 85, jawohl. Die haben wir auch noch geschafft. So, jetzt machen wir nur noch mal hier oben. Komm, jetzt schaffen wir die 100 auch noch, oder? Oh, Leute. Kann mich nicht mal einer davon abhalten hier? Ist ja schrecklich. Wieder Platin. Wieder Platin. Immer noch mehr Platin.
102. Ich muss nach Hause, ich muss nach Hause, ich muss nach Hause. Wenn ich mir das ganz doll einrede, dann komme ich vielleicht auch mal dazu. Mal hier schon ein bisschen Licht verteilen. Das ist jetzt nicht, damit ich hier irgendwas sehe, sondern damit ich von außen sehe, dass ich hier schon rumgebuddelt habe. Obwohl hier längst noch nicht alles, das muss ich auch noch mitnehmen. Das war wieder Platin. Ja, tschüss. Was haben wir hier? Sieht aus wie Platin. Jawohl, Platin. Ah. Noch mehr Platin. Ein Platinwahn. Ja. Hier fängt Schnee an. Bin ich schon wieder an der Oberfläche? Oh, komm, das muss ich auch noch mitnehmen. Das geht ja so nicht. Wo führt es mich hin? Wo führt es mich hin? Eine Höhle. Ach nö, nicht, ach nee, nein. Oh nö, nicht so eine Höhle. Ach, guck mal, wie schön hier. Auch die Decke und so. Und auch der Hintergrund. Guck mal. Ach, Silber. Schön. Schönes Silber. Ein bisschen Platin ist auch noch dabei. Hummer, 120 haben wir jetzt schon. So viel wollte ich gar nicht sammeln. Ursprünglich waren es, wie viel habe ich gesagt? 40 wollte ich sammeln. Bin schon bei der dreifachen Menge angekommen und das in nur 10 Minuten. Oh, crazy. Und das nehmen wir jetzt auch noch mit. Upsa, mir war hier irgendwie ganz schön verbeamt. So. Irgendjemand muss mich aufhalten. Ich bin wahnsinnig geworden. Ah! Komm, nur noch ein bisschen. Okay, hier war ich schon. Dann gehe ich mal zurück. Oh. Nerv. Ihr auch, ihr auch. Oh, fuck, 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 fuck. Ey. Die Waffe in der Hand. So. Mann, 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 das war wieder knapp. Fast hätte ich die ganzen Ressourcen auch noch hier liegen gelassen. Also jetzt ist endlich mal Zeit, hier aufzuräumen. Aber ich wollte noch... Ich wollte doch nur noch die hier mitnehmen. Das Platin. Und jetzt gehe ich nämlich mal oben rum. Halt die Schnute. Sind wir nicht schon mal hier? Also wir sind gar nicht weit weggekommen. Das ist hier eigentlich alles um die Ecke. Und da würde ich sagen, Oberfläche. Guten Tag. Oh, Miete ist wieder fertig. Aber es ist klar, weil beim letzten Mal war auch nichts dabei. So, jetzt hauen wir raus hier. Ah, 250 Wechsel. Das ist schon, ja. Das nehme ich doch eher. Titanium Bar. Nee, ich brauche Platinum Bar. So. Bup. So. Und dann brauche ich noch... Moment.
Storage Locker. Durasteel Bar. So, jetzt machen wir noch ein paar Durasteel Bars. Durasteel Bars, brauchen wir Titanium Bars, die haben wir auch. Silber Bars haben wir auch gesammelt. Sehr schön. Machen wir das. Machen wir das. Machen wir das. Gut, jetzt habt ihr es vielleicht auch schon bemerkt. Ich jetzt auch, habe ich so 3x3 nachgerechnet. Jetzt habe ich wahrscheinlich mehr. Ja, das habe ich mir gedacht. Jetzt fehlt mir nämlich Durastil. Aber drei locker, hey. Mehr wollte ich doch gar nicht. Wollte eigentlich nur zwei haben. Jetzt habe ich sogar drei. Also was will ich mehr? So, jetzt schaue ich mal. Wo wäre denn Sinn? Das ist alles Kacke. Warum habe ich das denn so 3x3 gemacht? Das ist so doof. Passt doch nicht. Ah, hier vielleicht. So. Nee, das sieht doof aus. Irgendwie hier. Oder warte mal, ich mache hier nebenan. Ich mache hier nebenan einen Raum mit vernünftigen Lagerplätzen. Jetzt machen wir den ganzen Rotz mal hier weg. So. Den Rest können wir eigentlich so lassen. Hier muss noch ein bisschen Background weg. Nehmen wir den Raum doch mal in der Größe, so wie er ist. Nur, dass ich hier eine bisschen andere Aufteilung mache. So, das kann ja alles so bleiben. Jetzt hätte ich gerne nicht Snow. Light Metal. Und zwar fange ich auch hier an. Oder fange ich hier an? Was habe ich denn da? 4x3, ne? Sowas. Ist das die Größe des Lockers? Sehr schön. Dann können wir da schon mal einen hinklatschen. Ja, also das Light Metal. Wir haben das Light Metal. Und ich brauche natürlich Steel Blocks. Jetzt mache ich das so. Ja, auch zwei in der Mitte. So. Brauche ich denn da einen Weg nach oben? Ne, brauche ich nicht, oder? Komm, machen wir zu. Das wird hier geschlossen. Hier gibt es auch einen Cut. So eine Lampe hatte ich auch noch. Ja, das sieht gut aus. Okay, unten mache ich Glas rein. Ziehen wir erstmal eine Line. Hier noch eine Line. Vier, so. Ach, shit, falscher Knopf. Fuck. Das war auch wieder doof. Das ist ja wieder rauspopeln. Gut, dann mache ich hier noch ein bisschen Glas rein. Hätte lieber oben die Glas oben Glas machen sollen und dann hier unten die Schränke, dann wäre ich nämlich an beiden Schränken dran gekommen.
Den oberen komme ich nämlich eigentlich nicht dran. Ach, das war dumm. So. Dann machen wir das Ganze doch mal in hübsch. Einmal Zeit. So. Zack. Glas, Glas, Glas. Da ist Glas. So. Und dann nochmal Light Metal. Zack. Okay. So. Jetzt kann ich hier die verbliebenen Schränke auch aufhängen. Ich fange aber mal. Ich fange oben an. So. Okay, in den ersten kommt jetzt rein Flüssigkeiten. Das werden noch mehr. In den zweiten kommen rein ja, so eine Geschichte hier. Metal Bars, Treppen, Bricks. Ich kann das ein bisschen sortieren. So. Noch mehr? Nee. Dann kommen jetzt mehr Bricks. Glas kommt eher hier unten hin. Genauso wie das. Das sind so Sonderfälle. Sandstone Bricks. Bricks, Bricks. Pile of Books ist auch irgendwie so ein Sonderfall, sage ich mal. Es ist kein Cobblestone-Quatsch, aber es ist auch kein hier so in schön. Gut, das sind so ein paar Bricks. Dann hätten wir noch die Hightech-Blöcke. Titanium, Smooth. Ja, jetzt kommen die ganzen schönen Sachen. Und natürlich Concrete. Wood Planks. Das ist auch eine gute Frage. Ich brauche nicht so viele. Das heißt, ich nehme mal 100. Behalte ich mal, ich habe ja auch noch das Rohholz. Wobei dieses Rohholz irgendwie nicht als Material gilt. Ja, jetzt brauche ich auf jeden Fall eine für die Samen. Die brauche ich auch noch, so eine Samenbank halt. Könnte mal wieder was anpflanzen hier von den schönen Sachen in meinem kleinen Garten. Gut, das sieht gut aus. Jetzt kann ich mal hier gucken. Das war meine Krimskramskiste. Kann ich mal wieder Krimskrams reinpacken. Knochen. Bomben? Habe ich Bomben hier drin? Nö, warum nicht? Seile, Spritzen. Essen kommt nicht da rein. Ach, ich packe jetzt mal diesen Rainbow Wood. Packe ich auch hier rein. Was soll das denn? Wenn er meint, er ist kein Material, dann soll es halt so sein. Ja, jetzt habe ich noch jede Menge Verbandszeugs. Das war meine Kiste mit den ganzen. Warte mal, hier haben wir noch Sonderfälle. Das nehmen wir mal raus. Das nehmen wir mal raus. Pillarblock. Woodfence. Window. Ich muss da nochmal so eine extra Kiste machen mit diesen Sonderfällen, glaube ich. Hier der auch. Heavy Stone Brick. Gehört alles nicht hier rein. Das sind alles nur so Sachen. Plant Block. Das ist schon Block. Wenn es schon Block heißt, ist es in der. Also Block oder Brick. Obwohl Block kann man nicht sagen, oder? Bricks. Irgendwas, was von Hand gemacht ist.
Hier, Blaststorm Block ist zum Beispiel keine von Hand gemacht. Deswegen kann man das nicht immer generell sagen. Es wäre vielleicht hier noch cool, so einen Knopf zu haben, der sortiert. Kann den ganzen Cobblestone da noch mit reinpressen. So, packe ich erstmal die Sonderfälle nach unten. Ah, das ist eigentlich auch Sonderfall. Dann haben wir hier Blöcke. Warum habe ich den Smooth Metal noch da? Warum hatte ich den noch nicht da drin? Gute Frage. Jetzt bin ich aber, also jetzt kann ich wieder ordentlich was mitnehmen. Das hilft mir schon mal weiter. Jetzt bräuchte ich aber noch Silber. Silber wäre ganz cool. Machen wir doch mal das Ding hier erstmal zu Ende. Ich brauche das ja nur ein bisschen umbauen. Die Scheibe kann ich oben drin lassen, soweit. Hier muss aber weg. Tür muss weg. Tür muss versetzt werden. Denn ich muss jetzt gucken. Entweder ich schließe jetzt vorher ab oder ich ziehe den Raum noch ein bisschen größer, aber ich denke mal, ich schließe einfach vorher ab. Das heißt, ich würde jetzt erstmal noch hier was wegnehmen, weil das stört mich. Komischen Junk-Tech hier. Was ist denn da oben mit dem Klotz? Geht er nicht ab? Ach, der ist im Vordergrund. Ja, das kann ja auch nicht funktionieren. Und dann würde ich sagen, setze ich oben noch einen Raum dran, damit wir auch mal ein paar mehr Leute kriegen. Dann haben wir noch Stühle und Tische und sowas und Bänke und das können wir alles noch als Einrichtung nehmen. Schauen wir mal, ob wir genug eingesammelt haben. Steel Block. Einmal haben wir jetzt hier den. Ach scheiße, was ist das denn? Das sehe ich ja jetzt erst. Das passt ja. Passt ja sowieso nicht. Eigentlich muss ich hier den ganzen Scheiß nochmal um eins verschieben. Mensch, 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 wieder nicht aufgepasst. So ein Rotz. So, okay. Dann machen wir das halt so. Ach, die andere Seite muss ich natürlich auch aufbrechen. Okay. Da kommen jetzt noch Steel Blocks im Background hin. Dann kommen hier welche im Foreground. Da kommt die Tür rein. Bisschen Glas. So, wo war die Tür? Hier war die Tür. Security Door. Das sieht gut aus. Gefällt mir. I like it. Also nach oben wieder richtig machen hier. Das ist ja. So geht das ja nicht. Gut. Das hätten wir. Ich glaube, hier oben drauf. Was wollte ich jetzt hier oben drauf machen? Ich glaube, hier oben drauf wollte ich dann anfangen, schöne Blöcke zu setzen. Na, was heißt schöne Blöcke? Ich wollte jetzt hier die. Ich glaube, ich wollte jetzt hier die Softbricks draufsetzen. Ich weiß es gar nicht mehr. Oder wollte ich hier, soll ich hier weiter Labor machen? Ich weiß nicht. Laboroptik oder Softbricks? Oder nehme ich die Softbricks für den Untergrund?
Oh, im Untergrund auch noch was bauen. Ich glaube, ich nehme die Softbricks für den Untergrund. So, Big Ape. Ja, die Folge neigt sich dem Ende. Ich werde noch ein paar Minuten überziehen. Ich guck noch mal hier. Oh, das ist ja. Zap! Aber OpenGL funktioniert echt besser als scheiß DirectX-Version. Hey, ich kann sogar gar nicht alles mitnehmen, was Mist hier. Haben wir alles? Ja. Sehr gut. Keinen Ruckler gehabt hier, oder zumindest nicht so einen groben. Nee, falsche Kiste. Irgendwie hatte so Krimskrams, hatte ich auch. Oder? Habe ich denn überhaupt hier Samen dabei, oder ist das nur, das ist alles nur richtiges Essen, oder? Ich glaube, damit muss ich mal aufs Schiff. Beziehungsweise ich muss mir hier auch nochmal eine Küche einrichten und dann muss ich hier die ganzen Sachen mal lagern. Seeds. Seeds, Seeds, Seeds. Ja, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt von Starbound, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wir werden mal unsere Siedlung ausbauen. Ich bin ja sowieso immer ein bisschen, also mit Starbound bin ich ja immer so, das ist ja so mein Hauptspiel im Moment. Kann sich natürlich auch wieder irgendwann ändern. Aber im Moment ist es natürlich das Hauptspiel und deswegen ist es nicht wichtig, wenn man jetzt so einen Daumen hoch macht oder so, wie bei den anderen Spielen, wo ich sage, entweder, ja, ich mache da nur was, wenn es einen Daumen hoch gibt, dann sehe ich, dass es euch gefällt. Und wenn ich keinen Daumen hoch sehe, dann gehe ich davon aus, es gefällt euch nicht und ihr wollt lieber Starbound sehen und dann mache ich mehr Starbound. Und ja, worauf wollte ich eigentlich hinaus? Habe ich vergessen. Super klasse. Wieder voll verrafft, weiß ich jetzt eigentlich, worauf ich hinaus wollte, wo der Knackus Baktus war. Ja, ach so, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich sage. Ich bin natürlich mit Starbound immer ein bisschen im Vorlauf. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nach dieser Folge 5, sage ich jetzt mal, 5 weitere Folgen abscannen, bevor ich dann zu dem Punkt komme, wo ich auf eure Kommentare in dieser Folge reagieren kann. So, jetzt haben wir es. Und deswegen. Deswegen. Seid mir da nicht böse, wenn ich jetzt die nächsten Folgen irgendwas mache, wo ihr sagt, okay, das wäre jetzt. Wir haben aber gesagt, wir wollen eigentlich sehen, wie du weiter baust und nicht, wie du weiter questest oder andersrum. Ist dann halt so. Aber demnächst werde ich sowieso morgens wahrscheinlich dann eher twitchen. Ich habe mir eine neue Leitung bestellt, die hat dann 6 Mbit Upload. Die werde ich wahrscheinlich innerhalb der nächsten Woche oder so kriegen und dann gehe ich mehr auf Twitch, dass ich, das heißt, ich mache dann so sozusagen ein Pre-Work-Stream morgens so von zwischen 7:10 Uhr, 7:15 Uhr bis 8:20 Uhr, 30, je nachdem. Und das könnt ihr dann natürlich hinterher auch auf YouTube nachgucken. Aber ihr könnt auch morgens, wenn ihr natürlich Zeit habt. Ich weiß ja nicht, wann ihr arbeiten müsst, aber ich muss jetzt gleich erst los, deswegen muss ich jetzt auch schnell Abmoderation machen. Dann könnt ihr auch dabei sein und ja, mitwirken. Das ist doch auch was, oder? Und das auch in einer guten Qualität. Denn dann
Mit den 6 Mbit Upload kann ich endlich in HD streamen. Hoffe ich zumindest. Naja, muss ich ausprobieren. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mehr sehen wollt von Starbound, lasst mir gerne einen Daumen hoch da oder einen Kommentar oder beides. Und ich wünsche euch alles Gute. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.